So, ich sag hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Ich werde heute die Kampagne solo spielen, und zwar das erste Mal. Das heißt, ich mache alles in Ruhe mal offline, schau mir mal alles so an, versuche so ein bisschen rauszuprobieren, die verschiedenen Klassen etc. Ja, genau. Das heißt, jetzt kommt die Folge Jerusalem, hä? I am in a house on Hillel Street near Maccabi Square. I am all that is left of my team. I have no food and I'm nearly out of water. The infected have found me and will soon overrun my annex. If anyone hears this, please respond. Ich hoffe, ihr konntet das da unten lesen. Ich lese jetzt mal vor, um was es da geht. Eine Gruppe Überlebender erhält einen Notruf von einem Mann, der mit einer geheimen Superwaffe in Verbindung steht. Sie brechen zu einer Reise durch die heilige Stadt und die judäische Wüste auf, um einen Militärbunker zu erreichen, in dem sich vielleicht der Schlüssel zum Überleben findet. Also anscheinend habe ich da gestern, ich habe da so eine tägliche Herausforderung gemacht, genau. Und anscheinend war da ein Abschnitt dabei, wo ich gemacht habe, allerdings mit dem Revolverheldenklasse oder was. Das heißt Hirnchirurgie. Als Jerusalem fiel, waren dort Dr. Alex Greengold und sein Forschungsteam im Zentrum der Altstadt. Abgeschnitten 6 Wochen später sitzt Greengold fest und muss unbedingt gerettet werden. Weiß nicht, warum da das Herausforderungsmenü wieder aufblinkt. Was das... was... weiß nicht, was jetzt... das mir sagen will, ehrlich gesagt. Ja, okay, ich mache jetzt weiter. Hirnchirurgie, hm? Genau. Das heißt, ich werde jetzt, glaube ich, mit der Klasse bleiben. Ich war ja Revolverheld, habe ich bis Level 14 schon gemacht. Höllenfürst bin ich nur Level 7. Ich werde jetzt, ich weiß nicht, wie viele Missionen das es gibt, aber ich werde auf jeden Fall so alle mal, keine Ahnung, so auf Level 10 oder so bringen. Ich weiß es noch nicht. Ja, wahrscheinlich so auf Level 10, dann haben die so ein bisschen mehr Wumms drauf, sag ich mal. Es gibt ja aktueller Stand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Klassen bis auf Level 30. Ich werde dann mit ihr mal spielen. Ich werde mit allen Charakteren da probieren, die Geschichte freizuschalten. Die Geschichte von den Leuten werde ich mal, denke ich mal, ein anderes Video dazu machen. Ja gut, ich glaube, ich würde sagen, ich starte mal. Ich weiß gar nicht, was das, was ich da gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, welche das... Gestern bin ich halt eben zufällig irgendwo beigetreten und keine Ahnung. Da war es halt ein bisschen so ein Durcheinander. Ich weiß, jeder, der mit Random schon mal gespielt hat, es ist noch. Phoenix, how's it look from out there? Zeke are 300 deep at Greengold's house. We gotta hold for backup. He's dead if we wait. We gotta get him out now. Hush it, people. Ich werde wieder mit den Standardwaffen Ethan, Daniel, Jude. Ich werde wieder mit den Standardwaffen spielen, damit ich die
ein bisschen mehr Wumms drauf haben. Ich kann mich aber hier an den Anfang nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob da... Also die Pistole ist jetzt ein bisschen präziser. Ich habe ja, glaube ich, jetzt schon auf Level 2 oder 3. Ich kann mich beim besten Willen hier an den Abschnitt überhaupt nicht erinnern. Wahrscheinlich bin ich irgendwo beigetreten, wo schon fast gegen Mitte oder Ende war. You thinking diversion? We bring them here and clear our path to the house. Affirmative. Clear the compound and place defenses. Weiß ehrlich gesagt nicht, was hier passiert. Ich hab echt keine Ahnung. Stay close. Lurker nearby. Wenn ich wüsste, von welcher Seite die angreifen werden. Ja komm, ich platziere es jetzt mal einfach mal hier. Vielleicht habe ich auch Glück und die kommen von dort. Aha, hier hat es noch eins, okay. Ja, ich mach noch eins in diese Richtung. Okay, da hat so... Ich werde das Zeug hier mal ignorieren. Wie gesagt, ich spiele... Es würde mich mal wundern nehmen, whp.gov. Meint ihr, die Internetseite gibt es? Stopp, stopp, der Virus. Biohazard. Pay attention. Hier sind die ganzen Opfer. Missing person, please contact. I swear I smell a lurker. Or his father. Vielfach sind ja die Fotos, die da dran sind, die Entwickler selbst oder Familienangehörige von den Entwicklern. Alpha, you are running out of time. Someone trigger the alarm. Der Stress, den die immer haben. Kommt schon, wir müssen kommen. Ich will doch das Zeug mal in Ruhe angucken. Hier kann man nirgends hochsteigen, oder? Alarm triggers up on the bridge. No more lurker. Also hier hat es ein stationäres MG. Da drüben komme ich glaube ich nicht hoch. Auf den Dächern scheint es auch nichts zu haben. I swear I smell a lurker. I see the alarm switch on the bridge.
Ja gut, ich aktiviere, Mann, sonst drehen die noch im Rot. Alpha, you woke him up. Get ready. Stay together. Watch your six and hold that perimeter. Claymore set. Gut, wegen den Paar mache ich das nicht, Ding. Und das noch praktisch, dass man hier nicht runterfallen kann. Im Left 4 Dead fiel man immer runter und dann war man verwundet und da musste dich jemand dann hochheben. Gut, da konnte ich jetzt nicht viel machen, so. Also bis jetzt ist das noch so human gewesen, also es war jetzt nicht so irgendwie abartig. I need a shower, hat sie gesagt. Lade hier mal nach, einfach so. Ich weiß ja, es ist nur ein Spiel, aber theoretisch. Alpha, the situation in Greengold is going south. You need to move. I see you gotta go! Ich weiß, es war jetzt gar nicht, ob ich. Ja. Erreiche Greengolds Haus. Ah, hier öffnen. Gates going up. Let's go. I swear I smell a lurker. Safe Israel steht da. Ich muss die Maus. Ich bin eben nicht mehr gewöhnt, Shooter zu spielen, aber ich muss, glaube ich, es nochmal eins erhöhen. Der andere haut eine Granate drauf. Ich finde es aber noch geil gemacht, dass man hier am Anfang richtig scheiße ist eigentlich. Und dann später besser wird. Ja gut, dann schieße ich halt nicht mehr, leck mich am Arsch. Ich geh mal hier in der Erze ein bisschen räumen. Ha? Also ich bin ja dann gespannt, wenn man die wirklich... Ah, das sind Ratten da hinten, hä? Get your ass in here and seal the door.
Das heißt, das kann man jetzt wieder zumachen. Jerusalemmuseum.com. Boah. Der hat mich fast erwischt. Ah doch, hier vorne bei den Ruinen, dort kann ich mich tatsächlich The Fall of Jerusalem. So, jetzt habe ich es. Ich habe wieder so scheiß Sprachstörungen von dem Medikament. Das ist manchmal ziemlich schräg, was da passiert. Jesus auf Nazareth, wo ist er denn? Tower of David. Ja gut, ich gehe mal hoch, denke ich mal. Man, ja, wenn man kniet, ist man ein bisschen präziser nochmal, hä? Der da drüben hat noch nichts gemerkt, dass wir da sind. Testimony to an era. Ach, komm hier nicht dazu. Kommt man denn da auf der anderen Seite? Ah ja, da kommt man da auf der anderen Seite. Okay, das merke ich mir. Ich werde zwar wahrscheinlich eh wieder nichts nehmen, wenn da irgendwas drin ist. First Temple Period. Do not touch. Man hochklettern. Das werde ich mir merken, wenn man vielleicht mal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt oder so, könnte das wahrscheinlich noch nützlich sein. Was war jetzt das? Auf, ne, auf der anderen Seite war der Sprengstoff. Ich finde das witzig, manchmal wie die weghauen. Ich gehe mal hier. Okay, da komme ich wieder hoch. Ich weiß nicht, für was diese Virusproben sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das in der letzten Mission auch bis ans Ziel mitgeschleppt, aber ich weiß nicht, ob das
irgendwas freischalten mit der Zeit oder keine Ahnung. Das ist jetzt das Haus, wo der Typ ist, oder? Halte dich bereit, das Haus zu verteidigen. Ah Mist, jetzt geht ein Timer ab. Ich will noch schnell hier erkunden. Gibt es da irgendwas Besonderes oder so? Hier könnte man sprengen. Ich spreng das mal auf. Vielleicht ist ja da irgendein Geschütz drin oder keine Ahnung. Bridging! Also hier wäre noch. Found a defense kit. Peak incoming! Wall coming in! Nicht cool. Da hinten hat es zwar ein Ding gehabt, habe ich gesehen, hä? Wo ist der Green Goal? Ist der oben oder wo ist? Useless. Shit. Where are they?
Okay, I've been tracking them. One is at the hospital and one is at the consulate. Are you fucking kidding me? Oh, suck it up. Let's find the damn codes. Geh mal da raus, mal schauen, was da. Aha, das heißt, man könnte auch hier. Okay, da auf dem Balkon kann man nicht laufen. Das heißt, man kann. Ah, nur für die große Waffe kann man Sprengstoff dran. Oder irgend so etwas. Trash? Cream of Trash. Was steht da? Das kann ich nicht lesen. Cat Po oder so irgendwas steht. Steht da wirklich Cat? Mister. Ich glaube, da sollte man nicht drin stehen bleiben. Ne? Ja, das ist wieder so eine Schreier-Mongo. Ich weiß zwar, dass ich auf die andere Seite muss, aber ich will das hier jetzt auch noch schnell anschauen. Aha, das heißt, man hätte direkt da reingehen können. Wieso schickt es mich dann da drüben hin? Also das heißt, es geht hier durch. Okay, ich schaue es jetzt halt noch ganz schnell an, was da oben ist. Move quietly. Alpha, I've got limited fuel here. Clock's ticking. Hä? Vorhin hat's gesagt. Aha, finde beide Aktentaschen. Das heißt, eine ist dort drinnen und die andere auf der anderen Seite. Ich hab gerade sagen wollen. Also jetzt musst du dich mal entscheiden. Keep a tight group. Für Erwachsene und Kinder eine Impf. Wände schützen dich und deine Familie. Wir sind alle im gleichen Boot. Man muss sich echt beherrschen, nicht abzudrücken, dass man nicht irgendwie Teambeschuss macht oder so. Also so wie es aussieht, scheint das oben zu sein. Das geht nur mit der Sprengladung auf. He?
moving up the stairs. Also hier war so wie ein Impfzentrum oder so. Balkon. Also hier ist eine Aktentasche. Well, look at you. Moving to find the next case. Doctor, we're moving to find the second case. Stand by. I'll be ready. Kann ich denn jetzt beide aufheben und mitnehmen? Nee, ich muss anscheinend wieder zurück ins Haus. Okay, ich muss mich desinfizieren. Wenn ich das nicht mache, sterbe ich relativ zügig. Lebt immer noch so ruhig jetzt. Das ist verbankt zu packen. Hä? Alpha, I've got limited fuel here. Clock's ticking. Ja, ja, ja. Mach ja schon. Aber ich will doch zuerst einmal alles angucken. Erreichen. Aha. Ich hab gemeint, jetzt muss ich vielleicht die eine Aktenkoffer dem Professor bringen, dann die zweite. Das ist manchmal in den Spielen mühsam, wenn die da alles 100 Mal das Gleiche wiederholen. Revolver. Was steht da? Also hier sind wir doch in Jerusalem. Was machen denn die Amis hier? Ja gut, die sind überall. Hm? Unsere sogenannte, selbsternannte Weltpolizei. Bull exterminated. Alpha, I've got limited fuel here. Clock's ticking. Move! We don't want to get trapped in here. Okay, da hinten höre ich irgendwelche Ratten. No more lurker. Frag mich immer, für was der blaue Nebel da ist. Ist das von dem Heiler oder von was ist? Doorbuster. Nice. Aber es hat mich jetzt nicht geheilt irgendwie. Ich frage mich, wer die auf den Bildern sind, ob das Programmierer sind. Das scheint so Pressekonferenzzimmer zu sein oder so. Soll ich das mal aufsprengen? Ja, ich spreng's mal auf. Fire in the hole! Sturm, Schrottflinte, nutzlos.
on, bitches! Ich denke nicht, dass das echte Politiker sind oder Soldaten oder so. Oder doch? Was hat er da auf dem Schreibtisch? Drei Weinflaschen als Bild. Also da würde ich mir als Arbeitgeber ein bisschen Sorgen machen um die. Eine Analyse auf Warfare, okay. Ah, da vorne wird es auch stehen. Das Mist wieder unten kann nerven, aber. Mit seinem Geschrei. It all depends on you. Protect your people. We gotta shut him up. Würde ich gerne nehmen, aber ich bleib dem Motto treu, dass ich. Okay, kehre zu Greengold zurück. Ist das nicht der Weg? Scheiße, ich geh weg. Wenn der da platzt, ist das nicht so gut. I'm reloading. So, irgendeine Giftkacke habe ich auf jeden Fall auf mir. Der Schreihals immer noch da draus. I've got eyes on a lurker. Alpha, what's the hold up? Enough sightseeing. Let's get to the dock. Alpha, I'm burning through fuel here. Hurry up with those cases. Das habe ich im Döti manchmal auch so gehasst. Dann ist man irgendetwas am Anschauen, erkundet den Level oder so und dann sagt die ganze Zeit: So komm jetzt, so komm jetzt, so komm jetzt. Get together before we move. Jesus, get your asses in here. Let's go. Phoenix, we're good to go. Copy. Moving the console at helipad. This way. We can use the rooftops to get there. Über die Dächer. Also wir machen einen jetzt auf Spider-Man. Road to Run. Der ist draußen geblieben, okay. Ja gut, der kommt ja automatisch.
Skottiere, Gringo, bla bla bla. Er rennt aber einem auch die ganze Zeit vor die Flinte. Das ist ein bisschen mühsamer Kerl. Ich weiß gar nicht, ah, ich hätte ja ein Ding, kommt mir gerade in den Sinn. Ich will die Panzerfaust aufnehmen. Warte, da baller ich jetzt eine Rakete rein. Wie kann ich denn da... Ich denke, mit dem Raketenwerfer ist das nicht so gut, wenn ich da rüber schieße. Okay, da ist mal Ruhe. He? Okay, jetzt sehe ich nichts mehr. Ich hau einfach mal mit dem Baseballknäppel rum. Jetzt ist die Türe auch dort drüben, oder? Okay, halte die Zombies vom Hubschrauber fern. Jetzt steht er mir wieder vor die Flinte und lauft. Vielleicht nicht die beste Waffe, die ich da habe. Hat's denn hier nichts, wo man doch hier? Come on, bitches. That's right, bitches. Jetzt ist aber Ruhe da, hä? Auto-Terra to scanning.
verteidige den Hubschrauber, heißt das. Kann man da runternehmen? Das Coole an dem ist, das bleibt eine Brandspur bestehen. He? Meint ihr, decken die mich? Ach Mist. Nein, im Dümpel nicht. Kein einziger gibt mir Rückendeckung da, unglaublich. Scheiße, okay, ich hab nichts mehr, wo man. Kein Spielzeug mehr. Ich weiß halt nicht genau, wo die ja überall herkommen können. Jetzt hat's da schon wieder eine Maite, unglaublich. Die auch wieder, ja, ja. Okay, einen Schuss habe ich noch. Here we go. Meet Alpha. It's done. Let's go. Okay, einmal möchte ich noch schießen. Okay, ja, dann gut, dann gehen wir. Und ich habe jetzt eigentlich nur auf leicht gespielt, aber man muss da schon da ein bisschen aufpassen. Also wenn man noch keine Perks freigeschaltet hat und die Waffen nicht wirklich gelevelt. Also ich habe jetzt 1184 Zombies gekillt in dieser Runde. Aha, ich habe jetzt gerade gelesen, Virusproben gibt 125 Punkte. Das bringt es also. Also wenn man da die Virusproben einsammelt, das gibt Erfahrungspunkte. Hä? Schade, Pistole reicht es nicht für ein Level Up. Schrottflinte dafür. Das heißt, die wird jetzt ein bisschen stärker dann. Ah, und da Virusprobenbonus gibt auch nochmal 30. Da die gelbe Währung, da die. Keine Ahnung, wie man dem sagt. Also klasse, habe ich die drei jetzt freigeschaltet. Gerichtete Explosion. Du fügst Zombies mit allen Sprengstoffen 100% mehr Schaden zu. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit aller Schrottflinten um 50%. Das Töten von Feinden mit Ausrüstung regeneriert. Das Töten von Feinden mit Ausrüstung regeneriert 2 Munition für die Hailstorm. Hm. Also ich meine, viel schneller nachladen ist wahrscheinlich am besten für mich. Wobei 100% mehr Schaden mit Sprengstoff ist natürlich auch nicht übel. Aber da ich ja eigentlich fast die meiste Zeit nur am Schießen bin, bringt mir wahrscheinlich das am meisten.
Aber bevor ich jetzt die Punkte investiere, ich habe ja noch die Waffe, wo ich aufgestiegen bin. Mal schauen, wie viele Punkte ich da brauche. Ich glaube 750 mittlerweile. Ja. Scheiße. Leistung plus 2, Präzision plus 1, Handhabung auch etwas. Mist, und ich kann es mir nicht leisten. Du hast nicht genug Geld. Gut, schneller nachladen wäre schon noch auch cool, muss ich zugeben. Aber ich meine, wenn ich die Waffe verbessern kann, weiß halt nicht, warte mal, wie viel gibt das? 580. 250, dann habe ich 630. 830. Ja, für beides reicht's nicht. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal ein Level mache, gibt das 250 Belohnung. Gibt das auf extrem. Oh ja, auf extrem gibt es ein bisschen mehr Belohnung. He? Eigentlich ist das ein bisschen Mist, dass ich jetzt nicht mit anderen zusammen spiele, aber eigentlich möchte ich eben die Geschichte schön durchspielen, eigentlich. Ich kann ja sonst nachher mal die nächste Runde wieder mal mit Randoms probieren. Mal ja gut, wenn die dann eben. Ich schaue halt eben relativ alles ziemlich ruhig und gelassen. Ich will es einfach einmal gesehen haben, damit ich weiß, wo die Wege sind, wo man was machen kann. Ich muss hier mal schauen. Jude, Ethan, Daniel. Ja, ich weiß, man sagt Eaten wahrscheinlich auf Englisch. Das sind gerade die oberen. Bei dem habe ich das Video noch nicht. Bei ihr habe ich es freigeschaltet. Bei ihm auch. Also Daniel und Jude muss ich noch spielen. Dann hätte ich dann noch ein Video, wo man da freispielt. Ich glaube, es ist ein Video, ich weiß es nicht genau. Das heißt, die nächste Etappe wäre dann das. Das mit der Belohnung wird schon dafür sprechen, dass ich das auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spiele. Aber wie gesagt, ich spiele jetzt alles mal einfach mal durch, damit ich die Klassen kennenlerne, die Waffen. Wobei, Waffen habe ich jetzt. Ja, okay, die hatte ich anscheinend noch nie in den Händen. Die schon. Die auch. Die noch nie anscheinend. Mit der habe ich auch noch nicht abgeknallt. Also da gibt es schon noch einige, wo man da. Mit der habe ich auch noch nichts gemacht. Mit der auch nichts. Die nur ganz kurz 14 EP. Die auch nicht. Ich wollte gerade sagen, die ist Level 2. Ich habe gedacht, hä, die habe ich doch schon benutzt. Die auch. Die auch. Die 0. Die nur ganz kurz. Die Armbrust, die war auch noch witzig. Granatwerfer habe ich noch nicht gehabt. Mehrläufige Schrottflinte auch nicht. Repetier war da die tägliche Herausforderung. Ja, die auch.
Boah, also da ist man schon noch einen Moment beschäftigt, bis man da alles gemacht. Und Tordemo, das habe ich ja zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Das habe ich jetzt gedrückt. Ich wollte da nicht drücken.